Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Rahmen der Selbsterkenntnisreise. Wie im letzten Video angekündigt, möchte ich Ihnen mal zeigen, die Präzision oder die Genauigkeit der vedischen Astrologie anhand eines Autoerwerbs. Sie sehen mich hier, ja, als stolzer Autobesitzer seit dem 31. August 2020. Das war also genau vor 2 Tagen. Und ich habe Ihnen ja zugesagt, wir wollen uns das mal anschauen, wie sich so ein Autokauf im Horoskop zeigt. Denn das ist ja das Spannende, wissen Sie, wenn man länger die Astrologie macht und man erkennt immer mehr und mehr die Entsprechung wie oben so unten, ja, wie im Himmel so auf der Erde, das ist sowas von unglaublich, ja, wie das unser allmächtiger Gott hingebracht hat, diese Entsprechung, das ist so unglaublich. Und mich berührt es auch immer so sehr, weil es ist, ja, es ist einfach unglaublich, ja, wie sich die Dinge einfach spiegeln. Und deswegen ist ja auch das Studium der Astrologie etwas so Schönes, weil für mich ist das so, dass ich dadurch mit der allmächtigen Kraft, ja, mit der, ja, wie soll ich sagen, mit dieser unendlichen Kraft, die über allem steht, irgendwie ein bisschen näher komme, weil ich diese Entsprechungen, diese höhere Ordnung oder so schon etwas mehr erkennen kann. Und das war für mich auch, ganz ehrlich, der Ansatz, die vedische Astrologie studieren zu wollen. Kurz zur Vorgeschichte, ja, weil das wird jetzt gleich sehr, sehr spannend. War das so, wir hatten mit jemandem vereinbart, dass wir das Auto kaufen würden und es war vereinbart für Donnerstag letzte Woche, sprich, das war der, ich muss gleich schauen auf den Kalender, das wäre dann gewesen der, Moment mal, der 27. August und da hatten wir uns dann getroffen, um die Umschreibung vorzunehmen in der Behörde hier in Girne in Nordzypern, damit das alles seine Ordnung hat und ich rechtmäßiger Autobesitzer bin. Und dann sind wir eben in die Behörde gegangen. Es sollte die Überschreibung stattfinden, das heißt, dass ich ab dem 27. August rechtmäßiger Eigentümer würde, aber es klappte nicht und zwar deshalb, weil die Computersysteme an dem Tag in der Behörde nicht funktionierten. Ich war auch schon verwundert, weil ich hatte meinen Horoskop angesehen, meinen Chart, und hatte nicht sehen können, nicht deutlich genug sehen können, dass es an diesem Tag, dem Donnerstag letzte Woche, also dem 27. August, jetzt zu dem, dass ein Ereignis in mein Leben kommen sollte, dass ich ein Auto bekomme, ein Auto erwerbe. Da dachte ich mir schon, das ist aber komisch, ja, weil das ist, für mich ist das was ganz Großes, muss ich dazu sagen, denn wir sind seit Februar leben wir auf Nordzypern und haben seither kein Auto, weil wir mussten unser Auto, konnten wir aus dem Süden nicht mitnehmen, das mussten wir verkaufen und dann kam ja erstmal Corona und andere Geschichten daher und so sind wir seit einem halben Jahr nicht motorisiert, alles zu Fuß gelaufen oder vielleicht mal mit Taxi oder so oder Bus, aber es ist selbstverständlich viel schöner, unabhängig und frei zu sein mit einem Auto. Also ein ganz großer Moment, der Autoerwerb, große Sache für mich und auch für meine Frau, das muss sich zeigen im Horoskop, das muss man sehen, ja. Und nun gehen wir jetzt mal rein, wann dann der Autokauf tatsächlich stattfand. Das war dann eben am 31. August, 4 Tage später, da gingen die Computersysteme wieder und die Übertragung fand auch statt. Ich habe Ihnen auch gerade das Auto gezeigt, ja, mit dem meine Frau und ich jetzt immer rumfahren hier. Und jetzt können wir das sehen. Das ist ja jetzt eine tatsächliche
geschehene Sache. Wie spiegelt sich das hier am Himmel oben wieder, dass der Gerhard Rainer am 31. August ein Auto gekauft hat, bekommen hat. Auch noch ein schönes Auto. Gut, dazu gehen wir jetzt erstmal in den sogenannten Basischart. Das zeige ich Ihnen jetzt mal ganz, auch für Laien. Ich hoffe, Sie kommen mit, ja. Und dies hier ist mein Basishoroskop, ja. Ich bin, wie Sie sehen, das erste Haus. Ich bin Aszendent Skorpion. Meine Sonne und mein Mond, die sind ja hier da, die zwei, die stehen in der Waage drin. Also bin ich nach Sonnenzeichen, Sternzeichen, die Waage. Nicht so wichtig in der indischen Astrologie, sage ich gleich dazu. Viel wichtiger der Aszendent, also hier ein Skorpion. Und jetzt muss man als erstes wissen, dass es in der indischen Astrologie noch 15 weitere Unterhoroskope oder Ergänzungshoroskope gibt zu verschiedenen Lebensbereichen. Da gibt es ein Unterhoroskop fürs Geld, da gibt es ein Unterhoroskop für die Karriere, da gibt es ein Unterhoroskop für die Spiritualität, da gibt es ein Unterhoroskop für die Gesundheit, da gibt es ein Unterhoroskop für die Vorfahren und so weiter. Und es gibt auch ein Unterhoroskop für Fahrzeuge. Ja? Denn auch früher schon im alten Indien war es ein großer Vorteil, wenn man irgendwie, sagen wir mal, ein Fortbewegungsmittel hatte, ob das jetzt eine Kutsche ist oder Pferde sind, ist egal. Aber das ist schon mal ein großer Luxus gewesen, nicht alles zu Fuß gehen zu müssen. Ja? Und ich weiß, wovon ich spreche. Ja? Ich bin hier bei 35 Grad sehr viel zu Fuß gegangen und da ist auch der Radius sehr klein und mit Auto natürlich viel größer. Und dieses Unterhoroskop für Fahrzeuge ist das D16 oder das sogenannte Shodamsa. Also für diejenigen, die ein bisschen sich auskennen mit der indischen Astrologie, die kennen das, diesen Namen. Und da gibt es dann genauso die 12 Zeichen und die Planeten und auch die Hauspunkte. Und ich wusste schon, dass in der Phase, wo ich jetzt bin, wieder ein Autozimmer kommen würde, weil schauen Sie mal her, und jetzt kommt der erste wichtige Hinweis. Es gibt ja in der indischen Astrologie die sogenannten planetaren Phasen. Da kann man mitlesen, wie sich das Karma im Leben eines Menschen in verschiedenen Lebensbereichen entfaltet, welche Themen da wichtig werden und auch mit welchen Qualitäten. Und jetzt schauen Sie sich das an. Ich befinde mich momentan in einer Phase vom 12. November 2019 bis 12.09.2020. Das ist hier die Hauptphase Merkur und der Phase Venus. Ja, da bin ich. Da reise ich momentan durch Raum und Zeit, also unter Phase Venus. In der indischen Astrologie steht die Venus für, nicht nur für Luxus und Partnerschaft und Wünsche, die Venus steht auch ganz explizit in der indischen Astrologie für Fahrzeuge. Und somit wusste ich schon, aha, in der Unterphase Venus kann etwas geschehen, was mit Fahrzeugen zu tun hat. Jetzt schauen Sie, im Unterhoroskop D16, dem Shodamsa, haben wir ja hier die Venus in der Waage. Das ist eine gute Venus, okay, wenn sie in der Waage steht. Und jetzt Achtung, noch viel wichtiger, das Haus, dem das Thema Fahrzeuge zugeordnet wird, ist in der indischen Astrologie das vierte Haus. Ganz konkret gesagt der vierte Hauspunkt. Der vierte Hauspunkt, wie Sie hier sehen, fällt in das Zeichen Stier. Und damit repräsentiert die Venus auf doppelte Weise in dem richtigen Unterhoroskop, das für Fahrzeuge zuständig ist, die Thematik eines Fahrzeugs, eines Autos, eines Fortbewegungsmittels. Und diese Venus ist stark im eigenen Zeichen, hier in der Waage. Dort hat sie gute Kraft. Das bedeutet, wenn ein Planet stark ist, dann will dieser Planet auch dieses mit ihm verbundene Ereignis manifestieren, also in die Existenz bringen. Oder unkompliziert ausgedrückt, dass ein Auto in mein Leben kommt. Was ja geschehen ist. Ich hätte es aber ehrlich gesagt auch nicht so gedacht, weil es ist ja alles momentan ein bisschen hier
erstmal schwierig angelaufen für uns in Nordzypern, weil ich ja krank wurde und dann kam Corona dazu und aber man muss ja trotzdem weitermachen, hilft ja nichts. Und jetzt wusste ich schon, aufgrund der planetaren Phasen, schaut gut aus für ein Auto. Ja? Und ich bin auch noch in der Unterphase Venus. Und die Venus ist gut gestellt im zuständigen Unterhoroskop. Also lauter gute Nachrichten. Und jetzt schauen Sie sich mal an, man kann jetzt das, was Sie hier sehen, dieser Zeitraum ist ja lang, ne? Jetzt kann man sagen, ja, es kommt ein Auto zwischen 12.11.2019 und 12.09.2022. Das sind fast 3 Jahre. Ja, diese Zeiträume kann man kleiner machen. Das habe ich Ihnen hier links eingeblendet. Und zwar können wir das sogar runterbrechen. Also ich war an dem Tag, wo ich das Fahrzeug gekauft habe, war ich in der Hauptphase Merkur, Unterphase Venus, Unterunterphase Mond, Unterunterunterphase Venus und auf der kleinsten Ebene, die dauert immer nur 1, 2 oder 3 Tage. Hier vom 30.08. bis 1.09., Sie sehen schon sehr kurzer Zeitraum, die Unterunterunterphase Venus. Ja. Und der Planet, der ganz hinten steht, also hier rechts, das ist, wenn Sie so wollen, der Planet, der mir den kürzesten Zeitraum beschreibt. Sie sehen ja, das dauert immer nur ein Tag, vielleicht 2 Tage, vielleicht sogar mal 3 Tage. Aber hier, das bedeutet, dieser Planet hier unten, also der auf der fünften Ebene, hier, und auf der zweiten Ebene ist beides, in dem Fall die Venus, beschreibt das, was an dem Tag wichtig ist. Also der Herrscher auf der zweiten Ebene und auf der fünften Ebene. Und der 31.08. ist also hier, fällt rein in Merkur, Venus, zweite Ebene, Mond, Venus, Venus, fünfte Ebene. Damit ist es ein venusischer Tag. Und das heißt, Venus-Ereignisse sind möglich. Und wir haben gerade gesehen, das Horoskop hat eine starke Venus im Unterhoroskop für Fahrzeuge. Es will was geben, was mit Beförderungsmitteln zu tun hat. Und deswegen habe ich hier schon mal von den planetaren Phasen her grünes Licht, dass ein Auto in mein Leben kommt in der Zeit um den 31. August. Jetzt aber, Sie kennen das vielleicht auch aus der westlichen Astrologie, müssen das auch noch die Transite anzeigen. Weil das heißt, die aktuellen Himmelspositionen oben von den Planeten am 31. August müssen die jetzt dieses Ereignis auch auslösen. Das hier zeigt jetzt nur an, dass vom Karma her das drin ist, das wäre im Äther da, aber ob sich das Ereignis letztlich manifestiert, das zeigen die Transite an. Und jetzt blenden wir den Transit-Chart für den 31. August. An dem Tag habe ich dieses schöne Auto hier gekauft und rechtlich übertragen bekommen. Und das ist der Tag jetzt dafür. Und jetzt Achtung! Schaut im ersten Moment ein bisschen kompliziert aus, nicht erschrecken. Wir werden es jetzt gleich gut verstehen, alle miteinander. Wir tun jetzt hier mein Geburtshoroskop mit rein, dass wir das vielleicht ein bisschen besser verstehen. Es ist ganz einfach. Der äußere Ring hier, wo ich jetzt mit der Maus rumfahre, stellt den Stand der Planeten am Himmel aktuell, wie es also wirklich da oben ausschaut, am 31. August dar. Also Sie wissen zum Beispiel, dass Jupiter und Saturn momentan im Zeichen Steinbock ist am Himmel. Oder Sie wissen, dass hier die Sonne in der Jungfrau ist. Ja? So. Und jetzt diese Planeten da oben am Himmel, wenn die mein Horoskop, mein Geburtshoroskop, das sehen Sie hier, da bestimmte Verbindungen eingehen mit Planeten, die da im Geburtshoroskop sind oder mit bestimmten Häusern, wenn diese Verbindungen entstehen, die dann natürlich ein Auto anzeigen, dann kommt es dazu, dass das Auto kommt. Jetzt müssen wir also eine Verbindung haben,
die irgendwie die äußeren Planeten und mein Geburtshoroskop so miteinander verbinden, dass sich das Auto anzeigt. Und wichtig ist dabei, dass eben meine Persönlichkeit, ja, also sprich der Aszendent oder die Sonne oder also ein Planet, der mich als Person repräsentiert, mit einem Planeten oder Haus verbunden wird, was das Auto repräsentiert, also viertes Haus oder die Venus. Haben wir ja schon gelernt, ne, dass Venus und das vierte Haus ein Auto anzeigen. Und das machen wir jetzt miteinander. Sie sehen hier, dass die Venus im äußeren Ring am Himmel oben im Krebs steht. Ja, hier ist die Venus. Dort sehen Sie jetzt einen Aspekt, diese grüne Linie hier, eine Verbindung, sagen wir mal so, hier auf einen Punkt im Geburtshoroskop. Das kann man jetzt nicht genau erkennen, aber das, ich sage es Ihnen, die Venus aspektiert den Mars, ne? Also deswegen habe ich Ihnen hier mein Geburtshoroskop hingetan, weil in meinem Aszendenten Skorpion sind ja Mars und Merkur, das sehen Sie ja hier besser. Hier ist es nur nicht so gut zu sehen, weil dir dieses Abkürzung Lagna, also Aszendent, da blöd momentan ist von der Stellung her, deswegen kann man die Planeten nicht sehen. Also die Venus am Himmel aspektiert meinen Mars im Geburtshoroskop. Venus ist Auto, ja? Und Mars bin ich, weil Mars ist der Herrscher des Zeichens Skorpion, erstes Haus. Jetzt wird Venus und Mars verbunden. Auto, Venus kommt zu wem? Mars, wer ist es? Ich. Also einmal. Aber wissen Sie, wenn sie einmal was zeigt, das heißt noch gar nichts. Wir brauchen das öfters, damit sich ein Ereignis manifestiert. Einmal ist kein Mal, okay? Schauen wir weiter. Wenn der Mond am Himmel oben fast Vollmond ist, der Mond repräsentiert in der indischen Astrologie ja die göttliche Mutter. Die göttliche Mutter möchte versorgen und geben und ist ein Geber. Und schauen Sie mal, der Mond war am 31. August im Wassermann. Kurz später, am 2. September, ist er Vollmond, weil dann ist er in den Fischen, dann ist er gegenüber der Sonne, ne? Dann haben wir Vollmond. Und wenn der Mond fast voll ist, dann hat er viel Kraft, was zu geben und ist wichtig im Horoskop, okay? Der Mond, und jetzt Achtung, dieser fast Vollmond steht exakt auf dem vierten Hauspunkt, sehen Sie das hier? Mein viertes Haus fällt in das Zeichen Wassermann, sehen Sie hier. Ja, vierte Haus, römisch 4. Und da ist exakt der Mond am Himmel oben, also der fast Vollmond. Und somit löst der fast Vollmond ein Ereignis aus, das was mit dem vierten Haus zu tun hat. Was ist es? Vierte Haus, ein Auto. Ja. Weiter geht's. Jetzt haben wir es zweimal gesehen, ja. Dann gibt es eine Situation. Sie sehen ja hier in meinem Haupthoroskop, der vierte Hauspunkt fällt in das Zeichen Wassermann und das vierte, also und das Zeichen Wassermann wird von Saturn regiert. Und dieses, also das heißt, damit zeigt in meinem Horoskop auch der Saturn ein Auto an, weil er der Herrscher des vierten Hauspunktes ist im Basishoroskop, im D1. Jetzt schauen Sie hier. Der Saturn am Himmel oben ist im Steinbock. Ja? Er hat einen Aspekt grüne Linie. Wieder auf Mars in meinem Geburtshoroskop. Das sieht man jetzt bloß nicht, dass es der Mars hier ist, aber klar, der Mars ist ja im Skorpion. Den kann man nicht erkennen, weil da dieser Lagna da, dieses Blau, den Mars zudeckt. Aber Mars ist hier mit gemeint, mit dieser Verbindung. Also es entsteht eine Verbindung zwischen Saturn und Mars. Saturn ist der Herrscher des vierten Hauspunktes, das ist ein Auto. Mars, wer ist es? Ja, das bin ich, weil Mars ist der Herrscher des Aszendenten, Skorpion. Damit sehen wir es zum dritten Mal. Jetzt wird es natürlich spannend, jetzt geht es weiter. Wenn der Planet, der ein bestimmtes Thema anzeigt, also wie die Venus, das Haus, das die gleiche Bedeutung hat, beeinflusst durch Aspekt oder Konjunktion, also in dem Fall das vierte, auch dann löst das ein Auto aus. Schauen Sie an. Venus im Transit, also am Himmel oben, hier im Krebs, hat einen Aspekt, sehen Sie die Linie hier rüber, die schwarze,
die geht auf den Saturn, der ist bei mir auch in meinem Geburtshoroskop, ist der auch im Steinbock, ist halt gerade so, weil ich halt ja, fast in meinem zweiten Saturn-Return bin. Das heißt, Venus, Auto, aspektiert Saturn, den Herrscher des vierten Hauses, der auch für Auto steht. Wenn der Planet, der für ein Auto steht, das Haus aspektiert, das auch für ein Auto steht, dann kann es ein Auto geben. Jetzt haben wir es viermal gesehen. Ich hoffe, Sie kommen mit. Aber dem noch nicht genug. Diese Venus am Himmel oben hat aber auch einen Aspekt auf den Saturn, der auch am Himmel ist. Also Venus am Himmel aspektiert auch Saturn am Himmel. Die stehen sich hier ziemlich gegenüber, ja. Steinbock Krebs, ja. Opposition. Fünftes Mal, noch nicht genug. Es geht noch weiter, weil, also zumindest ist es jetzt das Mal von den Persönlichkeitsplaneten. Wahrscheinlich läuft hier auch Karma ab bei mir, weil schauen Sie, Ketu repräsentiert auch Autos, weil er eine Verbindung hat mit dem vierten Hauspunkt hier. Und der hat einen Aspekt mit Rahu, der steht fürs Ausland. Das bedeutet, das Ereignis hat auch etwas mit meinem Auslandskarma zu tun. Ja, kommt günstiges Auslandskarma zu mir, weil das mit dem Auto, das kam auf sehr glückliche, günstige, faire und einfache und tolle Art und Weise zu mir. Und ich meine, wo Dinge erledigt werden müssen, Verwaltung, Papiere ausgefüllt werden, Vertrag geschrieben wird, ist auch immer irgendwie Merkur beteiligt. Schauen Sie her, Merkur am Himmel ist in der Jungfrau, sehen Sie hier. Und der steht wo? Exakt auf meiner Venus, die in meinem Geburtshoroskop ja auch in der Jungfrau ist. Sehen Sie hier auch. Hier ist die Jungfrau, da ist die Venus darin. Oder hier im Transitchart, Merkur am Himmel läuft durch die Jungfrau, ist damit nahezu exakt auf meiner Venus im Geburtshoroskop. Damit kommt eine Verbindung zustande, Papiere ausfüllen, die was zu tun haben mit was? Venus, was ist das? Auto. So, ich hoffe, Sie sind mitgekommen. Ich habe es nicht zu kompliziert gemacht. Übrigens, das mit diesem Karma sehen wir nochmal zweimal, weil auch der Ketu mit dem Rahu vom Himmel auf den Geburtshoroskop und Rahu am Himmel hat dann auch auf Ketu im Geburtshoroskop auch eine Verbindung. Also das ist ein großes Ding, was da läuft. Ja? Ein großes Ding. Und ich denke auch wirklich sehr, Entschuldigung, sehr, sehr deutlich zu sehen. Und ich wollte Ihnen mit diesem Beispiel einfach zeigen, wie spannend es ist, das eigene Leben, die Entfaltung des eigenen Lebens, ja, anhand des Studiums, des eigenen Horoskops mitzuerleben, ja, und zu beobachten, ja, wie die Dinge sich auslösen. Und wissen Sie, das spendet ja auch viel Trost, weil wir wissen dann einfach, wir können das sehen, da ist eine höhere Ordnung dahinter am Wirken. Die sind vielleicht jetzt nicht direkt sichtbar mit unseren äußeren Augen, ja, obwohl ja auch die Schöpfung so wunderschön ist. Aber gerade auch jetzt in den Zeiten, wo manche Dinge wirr erscheinen, alles läuft eingebettet in eine höhere Ordnung. Das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist, ja, das sage ich damit nicht. Aber wir sind eingebettet, ja, in einen höheren Plan. Und da fällt mir noch ein schönes Schlusswort ein, dass dann, wenn wir uns eben dies bewusst machen, ja, dass diese höhere Ordnung da ist, die es auch gut mit uns meint, ja, auch wenn wir es nicht immer verstehen, dann ist es so, die Auseinandersetzung mit dem Horoskop auch hilft zu verstehen, warum bestimmte Dinge sich ereignet haben, so wie sie sich ereignet haben, auch wenn sie im ersten Moment für uns irgendwie komisch erscheinen. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr über die vedische Astrologie wissen wollen, können Sie sich eintragen, natürlich in meinem Newsletter. Unterhalb des Videos finden Sie dazu einen Link. Dann kriegen Sie den künftig gratis einmal im Monat oder auch manchmal mit Sondermitteilungen. Der große Newsletter kommt aber einmal im Monat nur. Und solange jetzt auch noch die Selbsterkenntnisreise ist,
Die läuft ja noch ein paar Tage, können Sie sogar, auch wenn Sie sich in meinen Newsletter eintragen lassen, vergünstigt in die Schule einsteigen. Auch dazu finden Sie dann entsprechende Informationen unterhalb dieses Videos. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.